In Hannover ist Jörg Sievers seit dem Pokalsieg 92 Publikumsliebling. Heute führte er als Kapitän seine 96er in die mit 52.000 Zuschauern gefüllte AOL-Arena. Der Aufsteiger aus Niedersachsen in den roten Hemden und mit dem besseren Startfreistoß Steiner. Der HSV spekuliert auf Abseits, spekuliert verkehrt. Zuraff bedankt sich. Nach 6 Minuten führt der Aufsteiger mit 1:0. Auch die Zeitlupe beweist, der Treffer fiel regulär. Das Spiel beginnt mit einer dicken Überraschung, auch für HSV-Trainer Kurt Jara. Der Aufsteiger aus Hannover auch danach die aktivere Mannschaft. Die erste richtige Torschance für den HSV gibt es erst nach 28 Minuten. Vicky scheitert am Bundesliga-Debütanten Sievers. Zur Pause führen Rangnick 96er mit 1:0. Dann die zweite Halbzeit, der HSV wie ausgewechselt, Marek Heinz, doch Torwart Sievers klärt per Fuß. Der HSV dominiert, erarbeitet sich Chance auf Chance, doch erst in der 82. Minute die Gelegenheit zum Ausgleich. Linke und von Hintum faulen Heinz, Elfmeter. Jörg Alberts, hart und trocken, der Ausgleich. Hamburg will noch mehr, wieder Marek Heinz und in der Mitte wieder Jörg Alberts, nur 2 Minuten nach dem ersten, sein zweites Tor. Der Hamburger SV schlägt am Ende Hannover 96 mit 2:1, weil die in der zweiten Halbzeit zu stark abbauten und eben keinen Jörg Alberts in ihren Reihen hatten.